Ja, wieder pünktlich auf die Sekunde zum Drehbeginn. Lala. Jetzt hat sie einen Nicker gesehen, jetzt haut es vielleicht einmal kurz ab, aber sie wird sicher wieder zurückkommen in die Kamera, denn sie liebt die Kamera. Heute geht es wieder um, finde ich, um wirklich ganz, ganz coole Pflanzen für Insekten, die man im eigenen Garten haben kann. Ich werde heute drei vorstellen. Die drei mag ich alle selber sehr, sehr gern. Sind eigentlich ganz einfach zum Etablieren. Es sind heimische Pflanzen. Wieso das wichtig ist, werde ich dann vielleicht noch kurz erzählen. Und dann darf ich sagen, dann besuchen wir noch kurz meine Kröten, weil die sind gerade alle im Teich und führen sie dort auf, dass er frei ist. Aber jetzt starten wir mit der wunderschönen Kuhschelle, würde ich sagen. Ja, hier haben wir sie, ein wunderbares Exemplar von der gewöhnlichen Kuhschelle Pulsatilla vulgaris. Eigentlich auch ganz gut im Handel zum Kriegen, aber ist das nicht eine Schönheit? Die Kuhschelle hat es vielleicht nicht immer ganz leicht, weil sie sehr oft falsch... das passt jetzt gut. Die Kirchenglocken von Kürnberg zum Thema Kuhschelle. Weil sie sehr oft nicht ganz richtig gesetzt wird. Die Kuhschelle ist eine Pflanze, die wirklich eher einen mageren, durchlässigen, so einen schottrigen Boden braucht. So wächst sie in der Natur draußen. Und wir als Gartenliebhaber neigen ja sehr gern dazu, immer überall einen Kompost und eine Pflanzerde dazu da und möglichst Humus, dass die Pflanzen taugt, dann verschwindet es. Deshalb funktioniert es auch sehr oft nicht, wenn Leute das setzen in irgendein sehr humoses Beet. Die braucht wirklich eher einen schlechten, kargen Boden. Da fühlt sie sich wohl. Und dann kann man mal zum Beispiel dieses Thema Kies, was ja von vielen nicht sehr geliebt ist, weil sie sagen, die sind so steril, dann kann man sowas auch mal lebendig gestalten. Wichtig ist nur, es darf nicht nur oben einfach ein Kies über die Erden drüber geben werden, sondern es muss auch unten schottrig und durchlässig sein. Und das gefällt ihr, da fühlt sie sich wohl und da wird sie sich sogar sehr gut selber aussehen. Ganz wichtig auch, wenn man es wirklich lange im Garten haben will, und die kann man Jahrzehnte im Garten haben, ist, sie ist eine absolute Lichtpflanze. Das heißt, ihr müsst schauen, dass die Pflanzen rund um und um gut Licht kriegt und auch nicht von anderen Stauden oder vielleicht Bäumen, die oben die Krone mit der Zeit zu machen, schließen. Braucht Licht, Licht, Licht. Also, sie braucht Licht. Das ist einmal relativ einfach zum Bewerkstelligen. Sie mag es auch ganz gern so ein bisschen Wärme begünstigt, sagt man. Das heißt, wo es Platz habt im Garten, wo es wisst, da ist warm, da lehnt sich die Sonne gut zu, da lehnt sich die Sonne gut hin. Da setzt diese Pflanzen, da fühlt sie sich wohl. Und was sie auch gar nicht mag, überdüngen oder einfach zu sehr gedüngte Böden. Das ist sicher ein Grund, wieso es bei uns immer mehr verschwindet. Ja, es hat sich einfach geändert in den letzten 100, 150 Jahren. Es war in Österreich, Welser Heide zum Beispiel, Linz, Steyr, recht heimisch, gibt es noch kleine Restvorkommen, zum Glück, derer man sich jetzt ganz gut annimmt. Aber die hat es halt in der Natur nicht so leicht. Ist schade, weil es ist eine sehr, sehr wertvolle Pflanze, auch für die Insekten. Und das werde ich jetzt gleich ein bisschen erzählen, wieso. Ja, was ich also wunderschön finde und also wirkungsvoll, dass die Blüten ja eigentlich vor dem Laub rauskommen. Das Laub kommt jetzt langsam nach und dadurch wirkt diese Blüte. Also um die Zeit, wo eh noch nichts da ist, wo alles sehr karg ist, kommen so praktisch aus dem Nichts, aus dem Schotter kommen diese gigantischen Blüten. Und ich glaube, ihr seht es, man kann sich das sehr gut vorstellen, wie viel Pollen da ist. Es ist eine sehr, sehr gute Nektar, also Nektar- und Pollenquelle, vor allem für jetzt für Bienen schon, wenn sie früh unterwegs sind und fliegen, für Hummeln sowieso, aber auch für viele Wildbienen, die nehmen diese Kuhschellen sehr gern an, eben auch ein reiches Nahrungsangebot um die Zeit, vor allem wenn es viel im Garten sitzt. Ja, unsere Hummeln und Bienen sind natürlich immer froh, wenn sie einen reich gedeckten Tisch bekommen, deshalb ist es immer super, wenn man einfach viele von diesen, jetzt in dem Fall Kuhschellen hat. Die Kuhschelle, finde ich, wirkt auch so gut, wenn sie in Massen vorkommt, weil so tut sie es in der Natur nämlich auch. An Naturstandorten hast du wirklich hunderte. Und sie ist eigentlich sehr einfach, finde ich, zum selber vermehren. Ich habe das selbst probiert auch schon. Sie kriegt dann einen wunderschönen Samenstand, wo so ganz fein diese, wie so eine Art haarige Fädchen, die da nebeneinander sitzen,
die nimmst runter von den Pflanzen, wenn sie so Richtung Reife gehen, wenn es der Wind auch schon verstrahlt, einfach auf einem Saatbett so ganz leicht eindrucken, nicht zudecken, ist eher ein Lichtkeimer, würde ich mal sagen. Und dann warten, die keimt eigentlich im gleichen Jahr noch bis in den Herbst, eine hast die Keimung. Du kannst aber auch die Natur selber arbeiten lassen und musst es halt zulassen, dass sie sich aussät. Da haben wir es wieder. Man darf nicht zu genau jäten, weil sonst bekommst du natürlich keine Sämlinge. Und diese Sämlinge, die habe ich dann großteils eigentlich voriges Jahr ausgesetzt. Und die kommen jetzt eh schon überall daher. Und gehen wir vielleicht kurz eine Runde, dann schauen wir sie einfach ein paar an, würde ich sagen. Ja, da ist einer dieser Sämlinge, die habe ich, glaube es war vor 2 Jahren, habe ich die Samen entnommen in ein Saatbeet und dann vereinzelt in kleine Tipferl und habe es dann voriges Jahr ausgesetzt. Sind noch ziemlich klein, also ich bin gerade dabei, eine Menge zu etablieren, aber es geht ganz gut. Und was mich sehr, sehr gefreut, sie hat sich auch gut selber ausgesät. Das macht es halt, weil da dieser Kiesboden ist, das taugt ja. Da können sie die Samen so ein bisschen reinverschlürfen und da keimen sie dann gut. Muss halt aufpassen, dass man die nicht irgendwie ausjätet. Ja, ganz gebe ich die Hoffnung nicht auf. Vielleicht wird mein vierter Sohn Gärtner. Cool. Musst ihn dann noch ein bisschen gießen und dann wächst er schon. Dann können wir schon einen Tee machen von den Blüten. Ja. Ja, eine wirklich, finde ich, herrliche heimische Pflanze, die von uns Gärtner irgendwie viel zu wenig gesetzt wird, weil es halt, ja, ist halt heimisch. Alles, was heimisch ist, ist irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist nicht so besonders für die Leute. Ich kann mich super erinnern, meine Oma hat oft gesagt, im Frühling, sie geht Himmelschlüsseln drucken und ich habe damals nicht gewusst, was das sei, so Himmelschlüsseln, aha. Das hat mich irgendwie immer fasziniert und jetzt freut es mich umso mehr, dass ich es selber im Garten habe, eben der Himmelschlüssel, wie wir sagen, oder hohe Schlüsselblume, Waldschlüsselblume ist auch ein guter Name, finde ich. Ich bin selbst gerade erst dabei, mir einen guten Bestand aufzubauen. Da hilft mir die Schlüsselblume auch dabei, weil sie sich sehr gut eigentlich über den Wind aussaat. Das beidelt dann so außer die Samen und der Wind geht eh über bei uns. Was vielleicht ganz wichtig ist, dass man weiß, es gibt zwei eigentlich verschiedene heimische Schlüsselblumen, die sehr ähnlich ausschauen. Das ist die Primula elatior. Eben diese Waldschlüsselblume, der Name finde ich passt ganz gut, weil sie es eher in Schotten ganz gut vertragt. Und der andere ist die Primula veris, das ist die Wiesenschlüsselblume, die hat eigentlich einen ziemlich anderen Standard. Die mag es eher trockener, so halbtrockenrosen, sonnig, wärmebegünstigt, habe ich auch im Garten, ist selber gekommen, das hat mich super gefreut. Aber diese mag es eher vom Boden her so lehmig. Der Himmelschlüssel oder diese Waldschlüsselblume, die mag eben jetzt eher so schwere, speckige, lehmige Böden. Geht ganz gut bis in Schotten rein, die findest du oft so in Waldrandnähe, wo es schön feucht ist, ein bisschen nass vielleicht sogar, da wächst es ganz gut. Da ist es jetzt nicht unbedingt nass oder schottig, sondern eher sonnig, aber der Boden bei uns ist sehr frisch, sehr speckig, wo die Leute aber ein bisschen vielleicht hadern damit, wir haben so schwere, lehmige Böden. Ja, aber das ist für die Pflanzen kein Problem, die sowas mögen. Und die zeigen dann das auch, indem sie genau auf diesen Böden wachsen. Jetzt ganz im Gegensatz zur vorhin erwähnten Kuhschelle, die mag ja dieses Durchlässige. Ja, der Himmelschlüssel verbirgt seinen Nektar tief unten in seiner Blütenröhre. Deshalb wird er eher von Hummeln beflogen, weil die halt diese langen Rüsseln haben. Vorher waren schon ein paar so Wollschweber da. Vielleicht kommt er. Ah, er kommt gerade. Ja, er kommt. Ich hoffe, man sieht ihn am Bild. Ist auch ein cooles Insekt. Er schaut einfach so witzig aus. Der Hummelschweber. Aber auch Schmetterlinge natürlich, weil die haben ja auch diesen langen Rüssel. Zum Teil können sie Bienen unten ein bisschen einzwicken, um zum Nektar dazu zu kommen. Also ist recht eine gute Nektar- und Pollenquelle auf jeden Fall. Und jetzt um die Zeit. Wichtig, dass man eben Massen im Garten zusammenbringt und den selbst aussehen lässt. Deshalb seht ihr bei mir, es schaut Anführungszeichen wieder relativ schlampig aus. Ich lasse da die Gräser zwischen, die beschützen dann auch diese Keimlinge und dann können sie die super entwickeln. Der Hummelschweber ist gerade auf meiner lieben Frau gelandet. Wo ist er? Ja, apropos Schmetterlinge. Die Schmetterlinge befliegen ja nicht nur diese Pflanzen, um zu zuzählen, sondern sie brauchen sie auch ganz wichtig als Nahrungspflanzen für ihre Raupen. Und der Himmelschlüssel ist eine sehr wichtige Nahrungspflanze für die Perlbinde oder den besonders schöner poetischer Name Schlüsselblumenwürfelfalter. Also die futtern dran und verpuppen sie dann und werden dann ein fertiger Schmetterling. Ein richtiger Schlamper, der Gärtner. Lass du die Samenstände stehen.
chup, 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 nein, außer gehen dort nichts mehr, das hätte mich auch gewundert. Das sind übrigens, ich glaube, man nennt das Windbeutler. Wenn der Wind drüber streicht, dann schmeißt es die Samen aus und deswegen lasse ich die einfach immer so drinnen stehen. Und dann können sie langsam ihre Samen ausstrahlen in der Gegend. Ja, vielleicht ein bisschen was kommt noch daher, aber die werden ziemlich klar sein, die sind vom Vorjahr. Also so Dinge einfach stehen lassen, nicht wegschneiden, wenn die abliert sind, weil wie soll sie sich da aussehen? Die lebt ja von dem. Nur so kann sie sich vermehren. Ja, damals habe ich das noch nicht hinterfragt, was meine Oma mit diesen Himmelschlüsseln da macht. Es war nur für mich einfach ein schöner Klang im Ohr. Heute weiß ich natürlich, dass diese Blüten sehr, sehr viele Inhaltsstoffe haben. Gesammelt wird vor allem zwar in der Natur eher die andere, die Wiesenschlüsselblume, aber auch die kann man sammeln. Aber macht das nicht, die ist geschützt, man darf die nicht sammeln, außer ich habe sie bei mir im eigenen Garten. Da kann ich mir dann schon hin und wieder ein paar so Blüten runternehmen. Man kann es auch zum Garnieren nehmen, auf einen Salat, also sie sind essbar und sie sind sehr gesund und viele wissen das eh, man macht natürlich diesen Tee draus. Jetzt ist er wieder da, der Hummelschweber. Ich gebe ihm das Mikro. Jetzt ist er weg. Ja, die letzte Pflanze im heutigen Porträt ist für mich so ein richtiger kleiner Schatz. Auf dem sich gerade eine Fliege niedergelassen hat, ist schon weg, ist das Leberblümchen Hepatica nobilis. Leberblümchen, weil die Blätter so ein bisschen an die Form einer Leber erinnern. Aber ist das nicht eine schöne Pflanze jetzt um die Zeit? Und was da Blüten rauskommen mit den Jahren? Jetzt haben wir die dicke Hummel gerade versammt, vielleicht kommt es noch einmal. Im Leberblümchen, dem müsst ihr ein bisschen eine Zeit lassen. Das ist ein Langsamentwickler. Und wenn ich Langsamentwickler sage, meine ich auch Langsamentwickler. Das braucht wirklich jahrelang, bis es schöne Stöcke ausbildet, einerseits. Und vom Samen muss man sich einmal vorstellen, wenn der Same fällt und der Keimling, ist das schon mal ein interessanter Prozess. Wollen wir nicht näher drauf eingehen. Aber es dauert viele, viele Jahre, bis zur ersten Blüte kommt. 6, 7, 8 Jahre ist da keine Seltenheit. Aber wenn es stimmt, habe ich auch nachgelesen, sie können über 350 Jahre alt werden, was sicher ist, sie werden locker 100 Jahre alt und gibt es ja die Zeit, wird jetzt ja schöner. Das Leberblümchen ist eher so eine Waldpflanze oder sollte zumindest oder ist ganz gern in der Nähe von Gehölzen, hält diese sommerliche Trockenheit extrem gut aus. Solange es nur jetzt um die Zeit ein bisschen Sonne kriegt, dann kann es blühen. Die können also Dauerformen bilden, wo es Jahre oder Jahrzehnte lang nicht blühen und wenn die Bedingungen passen, wenn wieder genug Licht da ist, dann kommt wieder die Blüte. Also gern auch Unterpflanzung bei einem großen Gehölz oder so irgendwo zu, funktioniert super. Sogar, das kommt euch noch sagen, ich glaube, ich habe auch nicht etabliert, direkt unter Hainbuchenhecken eine, wo es extrem trocken ist im Sommer und selbst das erleiden sie ganz gut und vermehren sie auch noch. Man muss ja nur eben die Chance geben, dass sie wachsen können und dass sie Zeit haben. Ja, auch die Katze mag es wild im Garten. Da schläft sie sehr gut. Ja, das Blümchen ist wirklich direkt bei der Heimbuchenzirbe, kommt es außer. Da hat es im Sommer auch null Licht. Die Hecken macht komplett dicht bis am Boden. Und sie blüht eigentlich trotzdem ganz brav. Interessant ist an der Leberblümchenblüte, sie bietet keinen Nektar an. Sie hat aber sehr, sehr gute Pollenmengen, also ein interessanter Pollenlieferant. Und sie wird von verschiedensten Insekten sehr gern um die Zeit angeflogen. Bienen, Käfer, Schwebfliegen, Hummeln, Wildbienen. Und mittlerweile fürchte ich mich fast, dass sie auch von einem Paragleiter, einem motorisierten, angeflogen wird. Bitte nicht! Eins habe ich noch im Topf, das zeige ich auch noch. Leberblümchen habe ich viel. Das taugt mir mittlerweile wirklich schon einige. Das ist da so mein Eingangskistel, wo man, wenn es ins Haus reingeht, kommt später dann noch eine Frauenschuhe raus. Und jetzt haben wir eben das Leberblümchen, das ist so richtig schön blitzblau. Das kommt viel später wie die anderen, weil es eben da so schattig ist. Aber ist doch, finde ich, ein schönes Bild. Und jetzt muss ich es ein bisschen düngen, weil seit Jahren, sage ich mal, ich muss jetzt einmal ein bisschen einen Dünger
braucht man Hühner, hat man ein bisschen Hühnermist. Das nicht ganz aushungern, weil irgendwann ist natürlich Schluss in die Kistel mit den Nährstoffen. Da geben wir ein bisschen was. Schauen wir mal, wie einem das taugt. Ah, da spürt sie sich schon an. Ich bin euch noch was schuldig geblieben, nämlich wieso man heimische Pflanzen verwenden sollte. Macht man das aus Jux und Tollerei oder weil es viel besser sind als Pflanzen, die irgendwo von anderen Kontinenten kommen? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man Insekten oder überhaupt die heimische Tier- oder Lebenswelt unterstützen will, dann muss man auf heimische Pflanzen zurückgreifen, weil sie die über Jahrtausende, zum Teil Millionen, in einer Art Koevolution miteinander entwickelt haben. Das heißt, unsere heimischen Bienen, Schmetterlinge, Hummeln, Wildbienen und so weiter, die haben sich evolutionär gleichzeitig mit ihren, sagen wir jetzt einmal, Wirtspflanzen entwickelt und sind insofern voneinander abhängig, auch aus Futterpflanzen. Wenn ich jetzt eine Pflanze nehme, die vielleicht wunderschön ist, aus Nordamerika oder irgendwo aus China, ist vielleicht für mein Gartenherz was Schönes, lässt es höher schlagen, aber die Schmetterlinge haben nichts davon. Die können ihre Eier nicht drauflegen, weil die Raupen das nicht fressen können. Für Hummeln oder Schmetterlinge kommen zu den Blüten nicht zu, und. Also das sind so Wechselspiele, das sollte man beachten. Und ihr werdet es auch sehen, wenn ihr viel mit heimischen Pflanzen arbeitet, das ist eine Explosion im Garten an Leben. Was sich da dann abspielt, das kann man in relativ kurzer Zeit schon beobachten. Was dann die Händeln bitte? Ja, da sitzt der Bufo Bufo, die Erdkröte. Hat ein gigantisches Verbreitungsgebiet, ist die am weitesten verbreitete Kröte in ganz Europa. Ich war in Latein eine richtige Pfeifen, aber Bufo Bufo war, glaube ich, eines der ersten lateinischen Wörter, die ich mir gemerkt habe. Und ja, ein lieblicher kleiner Geselle, der nur zum Laichen in den Teich kommt. Also es müsst ihr euch da nicht irgendwie fürchten, dass das ganze Jahr dann die Kröten im Teich habt. Die kommen nur um die Laichzeit und bleiben dann 2-3 Wochen und dann verschwinden sie wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, dieses sympathische Quäken. Klingt ganz unspektakulär, ist aber nichts anderes als das Signal der Männchen untereinander: Hey, bitte mich nicht klammern, ich bin ein Männchen. Weil die sind auf alles, was irgendwie ausschaut wie ein Frosch, wupp, komplett fertig mit den Nerven momentan. Ich sage ja immer, die Kröte ist so ungefähr der Lachs des Gartenteichbesitzers, weil er kommt jedes Jahr zurück zu seinen Laichgründen. Holen wir mal raus, schauen wir, ob wir ihn erwischen. Die sind eh komplett düt. Und man muss sich da echt, weil mir kommt oft vor, die Gartenbesitzer, Teichbesitzer haben viel Angst davor. Ja, lieber Gartenbesitzer, fürchte dich nicht vor der Kröte, weil eben, sie kommt nur kurz in den Teich, legt dann ihre Laichschnüre, da habe ich sogar ein paar, die kann ich dann noch zeigen, weil ich glaube, die sieht man da nicht. Das ist übrigens ein Männchen, die sind wesentlich kleiner wie die Weibchen. Die legen dann ihre Laichschnüre mit Tausenden von Eiern und dann hauen sie wieder ab nach ein paar Wochen und bevölkern eben unsere Gärten, unsere Parks, unsere Wälder, überall, wo es ein bisschen feucht ist, sind gerne in der Nacht unterwegs und sind eigentlich sehr, sehr nützlich, weil es viel Insekten vertilgen und ist einfach ein herrliches Lebewesen. Also Laichschnüre, gell, wollte ich dann noch sagen. Naja, das sind diese Laichschnüre, die sind oft viele Meter lang, tausende von Eiern kommen da mit außer. Und da schlupfen dann die kleinen Kaulquappen in die nächsten Wochen und die hauen aber dann auch wieder ab. Sobald sie die fertig entwickelt haben, bis Juli, August oder was, hupfen die dann weg. Und das ist ganz interessant, die dann so ganz gern um Pflanzen herumschlängeln, diese Laichschnüre, damit die nicht am Boden absinken, weil da können sie sich dann nicht so gut entwickeln. Und die Kaulquappen, die futtern da den Teich leer, die fressen wahnsinnig viel Algen und so totes Zeug, was drinnen liegt, tote Viecher. Also ganz interessant.
Jetzt habe ich da noch eine vierte Pflanze reingenommen. Ich habe es schon mal erwähnt vorher, aber sie haben sich jetzt so schön entwickelt. Das sind die Pestwurzen, die ich bei mir daheim habe. Die wuchern ein bisschen, das müsst ihr wissen. Die mögen es auch ganz gern feucht, aber es ist eine wirklich vorzügliche Bienenpflanze. Höchste Pollen- und Nektarwerte. In dem Zusammenhang möchte ich euch auch einen Tipp noch geben. Der Kai-Nordbiene, also jeder, der sich wirklich fürs Imkern und für Bienen interessiert, schaut einmal vorbei, hat wirklich einen coolen YouTube-Channel, der regelmäßig postet, super fleißig ist und die Bienen oder seine Bienen rund übers Jahr ganz herrlich porträtiert, immer wieder ein bisschen mit Pflanzen dazu gibt. Also liebe Grüße Kai in das hohe Deutschland, ich glaube in Kiel bist du daheim. Ist wahrscheinlich ähnlich kühl wie bei uns, aber heute haben wir es einmal schön und wir freuen uns, dass die Bienen schwirren. Ja, liebe Gartenfreunde, ich hoffe innigstlich, es war wieder ein bisschen was Interessantes und Wissenswertes dabei und würde mich freuen, wenn ihr auch so ein bisschen eine Lust und eine Freude in euch entdeckt, diese Zusammenhänge ein bisschen zu erforschen. Auch bei euch direkt vor der Haustür. Geht einmal raus, geht eine Runde, vielleicht mit einem Pflanzenbestimmungsbüchlein, macht Fotos, schaut, was das ist. Es ist so unfassbar spannend, wie diese Dinge alle miteinander zusammenhängen. Die Pflanzen mit unseren Insekten, mit unseren anderen Lebewesen, die bei uns sind. Ich möchte euch noch eine kleine Bitte mit auf den Weg geben mit MC Hammer. Don't touch this in der freien Natur. Grabt es nicht aus, fotografiert es, freut es, dass das da sind. Sammelt euch ein paar Samen, sowas darf man gern machen. Und setzt es auch im eigenen Garten. In diesem Sinne, viel Spaß bei euch daheim, in euren Gärten, in eurer Landschaft, in eurer Gegend. Macht es gut und ich hoffe, dass bei euch auch bald viel Schmetterlinge, Bienen und Hummeln schwirren. Also, ciao, pfiat euch.